Jonas, das Top-Spiel, alle haben drauf gewartet, die Bude war voll. Erstmal stimmungsmäßig, war das ein ganz besonderer Moment auch für dich? Ja, natürlich. Ich meine, Alba hat die größte Halle in der Bundesliga und das Ding war heute quasi ausverkauft. Und ich denke mal, das war auf jeden Fall ein emotionaler Höhepunkt für unsere Saison. Die Bayern, es war relativ klar am Ende das Ergebnis. War das Spiel auch so, sagen wir mal, einfach, wie das Ergebnis am Ende dann ausdrückt? Nein, auf keinen Fall. Also mich überrascht das Ergebnis auch. Ich denke mal, wir haben insgesamt ein sehr aggressives Spiel gemacht und haben auch gut das Spiel kontrolliert. Wir haben es den Bayern sehr schwer gemacht. Die haben sicherlich auch, die wirken ein bisschen müde vielleicht durch das Euroleague-Spiel. Aber ich meine, wir spielen auch unter der Woche, vielleicht ein bisschen vorher als sie, aber ja, also wie gesagt, wir können heute eigentlich alle stolz auf uns sein, dass wir so ein Spiel hier abgeliefert haben und ja, mal gucken, wie das jetzt die nächsten Spiele wird und es bringt jetzt nichts, uns weiter darauf auszuruhen, sondern wir haben jetzt noch so viele Spiele, es muss weitergehen. Du hast gerade die Aggressivität angesprochen, war die Defense der Schlüssel zum Erfolg? Auf jeden Fall, ich denke mal, wir haben viele Stops erzwungen, wir haben den Bayern ziemlich viele schwere Würfe nur ermöglicht und ich denke mal, das geht schon ganz klar, das Ergebnis so. Herzlichen Glückwunsch.